Hey ho, ihr kleinen Gangster da draußen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Watch Dogs. Bei mir dem Kegel. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Hauptmission. Die letzte war ja sehr deftig, wenn ich das mal so sagen darf. Und dieses Gebiet kennen wir ja auch schon. Oder, das hatte ich gar nicht mit aufgenommen. Das war nämlich hier ein Gangversteck. Also in dem hinteren Bereich hier. Iraq ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Iraq finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt. Oh Gott, die Bullen sind auch hier. Das wird auf keinen Fall einfach. So, ich stelle schon mal mein Auto hier so direkt hin. Und ich rechne jetzt wirklich mit allem. Also es kann nur schief gehen. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Oha. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Siehst hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Aha. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja. Ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Ja. Okay. Oh Gott. Rumänische Einwanderin. Alter, ist das krank. Also sollte heute Nacht besser nichts schief laufen. Siehst du die ganze Kohle in dem Laden? Leck mich. Diese Käufer, Alter, das... Erstmal. Vielleicht können wir damit ein bisschen Geld machen. Alter, das geht doch nicht. Angst haben? Hä? Was war das denn gerade? Oh. Ja, ich würde... Hä? Ich würde das gerne hacken, aber ich kann gerade nicht. Warum kann ich das nicht hacken? Scheiße. Mistverfluchter. Na ja, gut. Dann müssen wir das eventuell später gedingsen. Tag, Glatze. Hat er... Nee. Nee, Halbglatze. Sagen wir mal Halbglatze. So. Oh Gott. Was ist das denn? Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Das ist doch krank. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Als effizienter so. Manche Gäste schauen lieber illegaler Menschenhandel. Klar. Wir wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Eingeschrieben in Online-Kurs über Buchführung. Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei Iraq. Okay, lokalisieren Sie Iraq. Werde ich bestimmt irgendwie hinkriegen. Oh Gott, aber ich habe ja jetzt keine Knarre. Der Boss hat sich gemeldet. Alter. Von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Manche Gäste laufen rum, wo sie nichts zu suchen haben. Sonst ist alles sauber. Und wenn es absolut sein muss, triple checken wir die Penner. Über Funk ist es auch ruhig. Halt trotzdem die Augen offen. Mir schwant Böses. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind gestört. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Harry. Das Geschäft muss laufen.
Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? So. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Nackte Weiber. Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispy. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Sehr schön. Mr. Crispin, die trauen dir nicht. Ich weiß, wie. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Den komm mit mir. Nein, okay. Ich verlasse meine Freunde nicht. Ich okay. Bei einem Auto ich schicke Hilfe. Okay, wir müssen jetzt also unbemerkt hier rauskommen. Das kann schon mal nichts werden. Die Auktion ist vorbehalten. Die 10. in 10 Jahren. Oh, 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 oh. Ich denke, wie kann der mich denn da sehen? Du Scheiße. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Aber die Kunden. Alter. Die haben ebenso ihre Vorlieben. Die beschweren sich schon seit Jahren. Am Ende muss ich auf ihre Wünsche eingehen. Okay, ich muss schnell raus. Halt die Schnauze, ich hab zu tun. So, der wäre auch weg. Oh. Die nehme ich natürlich mit. Die können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Weil wir jetzt ja gar nichts mehr haben. Das wäre nämlich Bock. Bam! Auf die Fresse! So. Einmal ein bisschen weiter. Warte mal, können wir da vielleicht irgendwie noch was zum Explodieren bringen? Vielleicht? Nö. Natürlich nicht. Warum denn auch? So, der wäre auch weg. Huiuiui. Schnauze zu. Eieiei, Alter, ist das gerade spannend. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger bin, aber ich muss mich hier echt konzentrieren. Ich habe keinen Bock, das hier jetzt zu versaubeuteln. Puh, Alter.
Ich bin aber nicht angespannt. Nein, nein. Es täuscht alles. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. So, ja. Okay, entkommen Sie aus dem Gebiet. Müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Ansonsten müssen wir uns den Weg eben freischießen. Und ich nehme mal zur Vorsicht meine Knarre. Und, ach Gott. Wir müssen uns ja... Alter, jetzt müssen wir uns ja erstmal raushängen. Das ist ja ganz toll. So, also sehen kann ich jetzt hier erstmal keinen. Okay. Hey! Alter! Was ist denn hier denn drauf? Also man kann ja wohl mal ein bisschen freundlicher sein, ne? Alter. Ein bisschen heftig, ne? So, gut, nachgeladen ist. Wir gehen mal ein kleines Stückchen nach vorne. Das war aber noch nicht alles. Also... kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon alles war. Aber wir haben Gott sei Dank erstmal unsere ganzen Waffen wieder. Eieiei. Hey, wenn da jemand ist, dann kommt er jetzt besser raus. Oh nein. Los, kommt erst wieder, wenn ihr ihn gefunden habt. So, ja gut, dann muss ich jetzt eben alle so weit, wie es möglich ist, abknallen. Bam. Ich hab euch den Arsch aufgerissen. Gott. Oh. Der nächste kommt. Ich will nach Hause, wenn es genehm ist. Eieieiei. Hauen sie aber rein hier. Ey Leute, übertreibt doch mal nicht. Ich habe auch Gefühle. Alter. Jojo. So, die habe ich die Fresse poliert. Per Kopfschuss. Oh, diese schlechten Wortwitze. Entschuldigung. Aber es gehört eben dazu. Ich bin der Kegel. Ich darf das. Naja, du hast meine Schüsse gezählt. Solange du nicht meine Scheiße zählst, bin ich zufrieden. So, Alter, wie viele kommen denn da noch? Nö, nö, ich kann auch nicht. Nö, nö. So, komm, wir gehen einfach weiter. Gut. Ja, entkommen Sie aus dem Gebiet. Ich versuche mein Bestes. So, zwei Kopfschüsse, einmal 80, einmal 40 XP. Sehr gut. So, und einer müsste da jetzt noch in dem Gebiet sein. Normalerweise. Aber ehrlich gesagt, ich rechne mit allem. Weg ist er. So, das war jetzt soweit erstmal alles. Erstmal. Das war noch nicht alles. Das kann mir keiner erzählen.
Und so wie ich, glaube ich, mein Glück kenne, werden garantiert gleich die Bullen hinter mir her sein. Gehst du bitte in Deckung? Na, so einer hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Alter. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Typen echt hasse? Also, hasse wie die Pest. Ich wollte es nur mal loswerden, ne? So, Sturmgewehrmunition und ein bisschen Geld. So, und wie ich jetzt mein Glück kenne, komme ich doch hier garantiert jetzt nicht mehr durch. Oh. Neue Waffe freigeschaltet. Cool. Leichtes Maschinengewehr. Ich würde aber trotzdem gerne auf der, wo haben wir denn jetzt? Auf der ACR bleiben, weil die ist nämlich sehr, sehr stark. So, naja gut. Oh Gott, wir haben doch jetzt hier gar keine... Doch, eine Deckung hätten wir hier vorne noch. Gott sei Dank. Brauchen wir die? Erstmal nicht. Das heißt aber nichts. Okay, wir springen hier runter und gehen hier vorne gleich... Oh Gott. Oh nein. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Oh nein. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, super. Sehr schön, ich konnte gerade nichts machen. Ich war jetzt eigentlich fest der Meinung, dass man ihn auch per F jetzt ausschalten kann, aber das war ja wohl gar nichts. Gut, aber ich weiß jetzt schon mal, wo der erste Typ sich jetzt lang geht. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Ja, wir wissen's jetzt. Bleibst du da bitte in Deckung? Bist du bekloppt? So. Alter, ist das heftig hier. Ich könnte dem Wichser gleich jetzt die Birne wegballern. Yo, hab ihn im Visier. Wir brauchen hier draußen Hilfe! Das Arschloch, ey. Bring dich um, du Sack! Jojojo, er will abhauen! Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass ich einen schlechten Tag habe. Das kommt aber öfters vor. So. Das war der. Jetzt sehen wir dich auf die Hörer. Dieser Trotzel lege ich auf 1000 Meter um, ohne Witz. Das Problem ist, dass sie hier wirklich von allen drei Seiten angreifen können. So, da stellen wir nochmal ein paar Dinger her. Und wir versuchen das jetzt einfach mal so. Aber irgendwie... Ah. So. Okay, den haben wir auch. Alter Fenowski. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich schieß dir die Grütze aus der Birne. Ja, ich schieß dir den Fuß. Da stirbst du auch. So, wo läuft denn der jetzt hin? Okay.
Ihr könnt aber gerne herkommen. Warum kommst du nicht raus? Wir schießen auch nicht. Das ist doch Scheiß hier. Jagt den Bastard in die Luft. Runter, sag ich. So. Ich decke euch. Hä, was war das denn gerade für ein leuchtender Punkt? Was zum Teufel? Das sah gerade mysteriös aus. So. Ich kann jetzt nicht so direkt erkennen, wie viele Personen da jetzt noch sind. Verdammt, hier wird auch nichts weiter angezeigt. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich jetzt hier drüben die Treppe hochlaufe und da den einen Typ sie noch erledige, ob dann nicht noch neue Typs sie dann spawnen. Oh, kommt jetzt ein Das war der Sniper. Du dummes Arschloch, ey. Ach, das war, glaube ich, der hier drüben auf dem Dings noch war. Okay. Das ist schon wieder dieser komische leuchtende Punkt. Alter. Mami, hallo, was machst du denn? Hä? Was tust du? Bring dich doch nicht selber um. Okay, da haben wir auch noch einen Sniper. Aber den müsste ich doch von hier aus jetzt sehr gut erwischen. Bam! Auf keinen Fall entkommt das sicher. Findet ihn! Oh jo. Er ist immer noch da draußen. Warum willst du dich verteilen? Du bist nur noch alleine. Also, jetzt. Zum jetzigen. Naja, gut. Da können noch mehrere kommen. Man weiß ja nie. Ach, gucke mal. Bam. So, haben wir irgendwas noch zum Aufsammeln? Ich weiß, dass die Folge jetzt sehr starke Überlänge haben wird. Aber... Oh, oh. Oh Gott. Irgendwie will ich gerade nicht mehr. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hier gibt's eine Riesenschießerei. Bei den Barrows, in Brandon Docks. An alle, es wurden Schüsse gemeldet bei den Barrows in Brandon Docks. Sehen Sie sich das an. Gut. Die Cops finden die Mädchen und bringen sie in Sicherheit. Und was die Bieter angeht, wenn jemand der Razzia entkommt, dann landet er wieder auf meiner Liste. Oh Gott. Ja, super. Also, wenn jetzt die Bullen wirklich auf dem Weg hierher sind, haben wir, glaube ich, ein kleines Problem. Weil die Bullen dann loszuwerden, das wird lustig. Aber wie gesagt, ich werde einiges aus der Folge rausschneiden müssen, weil das dann doch ein bisschen zu lang wird. So, die Frage ist jetzt nur, kommt der jetzt hier hoch oder nicht? So, hier jetzt einmal in Deckung. Einmal auf die ACR wechseln. Und jetzt hoffe ich mal... Ne, der Typ bewegt sich gar nicht. Ja, jetzt bin ich weg. Ich habe mich weggezaubert. So, der wäre weg. Na? Bin mir ziemlich sicher, er war hier drüben. Nö, nö, hier ist keiner. Hey! Ah! Hi! Oh. So, und jetzt du, Flachzange da unten noch? Hm? Da hab ich ihn gesehen. Oh. Einmal in Deckung. Boah. Alter! Hab ich ein Schwein gehabt.
So, ich hoffe mal, das war's jetzt wirklich hier. Weil langsam will ich nicht mehr. Das sieht doch gut aus. So. Okay, ja, sorry jetzt für diese leichte Überlänge. Das tut mir jetzt leid. Ja, ich, wie gesagt, ich muss da einiges rausschneiden, weil diese ganzen Stellen, wo jetzt nichts passiert ist, das bringt ja nichts. Und jag sie durch den Profiler. Dann kann ich sie für die Taten hier bloßstellen. Und diesen Ring sprengen. So. Leute, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis gleich!